Wir sind ein mexikanisches Startup, das sich auf Technik für das Gute der Menschheit fokussiert. Seit 3 Jahren arbeiten wir mit Exoskeletons, Roboter, die Menschen benutzen können, um stärker zu sein. Wir möchten ihre größtmöglichen Nutzen sehen. Deshalb haben wir Chief entwickelt. Unser Ziel ist, dass Menschen mit Behinderungen noch einmal stehen und laufen können. Chief ist ein Roboter, der Patienten beim Gehen hilft. Er ist eine fortgeschrittene elektromechanische Rüstung mit Elektromotoren, Mikrokontrollen und Sensoren. Die Patienten können Chief sowohl im Labor wie zu Hause einfach selbst kontrollieren. Chief ist das Ergebnis von einer 10-jährigen Mitarbeit zwischen Universitätsprofessoren und unserem Team. Der Roboter funktioniert schon im Labor und im Oktober dieses Jahres wird er im Cybathlon auf die harte Probe gestellt. Cybathlon ist der erste Wettbewerb für Sportler mit Behinderungen, wo sie Roboter benutzen sollen, um besondere Aufgaben zu schaffen. Chief ist natürlich nicht der einzige Exoskeleton auf der Welt. 12 funktionierende Robotertypen gibt es schon. Und das heißt auf jeden Fall eine große Chance für alle Menschen auf der Welt. Unser Team hat sich als Ziel gesetzt, dass alle Menschen mit Behinderungen von diesem Roboter profitieren können. Deshalb möchten wir eine neue Open Source Robotics Bewegung starten. Der erste Schritt ist, Partnerländer zu suchen, um 20 Exoskeletons pro Land zu bauen. Die Teams in den verschiedenen Ländern sollen die Roboter selbst bauen und unser Team unterstützt mit dem technischen Know-how. Das Konzept ist sehr einfach. Die Teams benutzen unser Grunddesign, um Exoskeleton zu bauen. Die Bedingungen sind, dass das Team den Roboter innerhalb von einem Monat mit einem Budget von 3000 Euro, den es selber finanzieren muss, konstruiert. Unser Expertenteam gibt euch die Designs, die Codes und Beratung, um diese Grunddesign bauen zu können. Genug, um weiter zu arbeiten und innovative Entwicklung zu machen. Wir glauben, Technik sollte in den Händen von allen sein. Das ist ein notwendiger Schritt, um diese Welt zu verbessern. Die meisten großen multinationalen Firmen, die sich nur fürs Geld interessieren, sind natürlich dagegen. Aber zusammen, in einer internationalen Zusammenarbeit, ist alles möglich. Lasst uns dann eine neue internationale Open Source Robotics Generation schaffen. Techies, Makers und Startups zusammen. Lasst uns zusammen Exoskeletons bauen.